Gut, das ist so jetzt einfach die Theorie. So, und ich habe das versucht, jetzt eben ins Schach reinzunehmen. Und meine These heute ist natürlich, und das kann man jetzt schon ableiten, dass ein flexibles Mindset sicher hilft beim Training und auch beim Wettkampf, eben sich quasi einfach offen, vorausschauend und proaktiv zu verhalten gegenüber was da kommt. Wichtig ist vielleicht dabei auch, dass wir als Schachspieler nicht immer nur auf Elo-Zahlen schauen und auf wie viele Punkte haben wir jetzt bei einem Turnier geholt, sondern eben auch, was lerne ich eigentlich aus diesem Turnier? Okay. Und natürlich ist es wichtig, dass wir unseren Frust, den wir vielleicht am Anfang spüren, wenn es nicht läuft, dass wir den schnellstens beiseite schieben. Und versuchen eben zu sehen, ja, was lernen wir jetzt aus diesen Fehlern? Es gibt auch das Sprichwort, aus Fehlern lernt man am besten. Und die wertvollsten Fehler entdecken wir in unseren gespielten Partien. Gut, jetzt nochmal zum Wort Fehler. Ich habe mir noch Folgendes überlegt. Das Wort Fehler beinhaltet ja irgendwie das Verb fehlen, also irgendetwas fehlt, irgendetwas war unvollständig, irgendetwas hat man übersehen. Es kann im Schach schnell mal einfach ein Detail sein, das wir nicht gesehen haben. Und Tartakower, den sollte jeder Schachspieler kennen, der hat in einem Buch so ganz tolle Aphorismen geschrieben. Und zum Beispiel hat er einen Satz gebracht, der ist unglaublich gut. In jedem Fehler steckt auch etwas Richtiges. Denn wir würden ja den Zug sonst auch nicht wählen. Wir haben irgendetwas Richtiges gesehen und wir spielen ja sicher nicht extra einen schlechten Zug. Deshalb ist auch wichtig, diese Fehlzüge daraufhin zu untersuchen, was war jetzt da richtig und was habe ich da übersehen. Was hat gefehlt? Und es gibt verschiedenste Arten von Fehlern, die wir beim Schach begehen können. So von kleinen Ungenauigkeiten bis zu groben Patzern nennen wir das oder Böcken. Ja, und damit müssen wir umgehen. Die kommen von Zeit zu Zeit. Schach ist ein derart komplexes Spiel, dass wir ohne Fehler nicht durchkommen. So, das mal die Ausgangslage. Gut. Und jetzt möchte ich eben auch ein bisschen an die Hand geben, wie können wir netter umgehen mit unseren Fehlern. Und diese Tartakoverismen, einen habe ich jetzt schon gebracht, die helfen uns dabei, denke ich. Der vorletzte Fehler gewinnt. Kann man ganz lange drüber nachdenken. Oder ich mache Fehler, also existiere ich. Die Fehler sind da, sie warten nur darauf, gemacht zu werden. Oder Schach ist Kampf, hauptsächlich gegen die eigenen Fehler. Möchte jetzt nicht jeden Satz bringen, der Tatakover aufgeschrieben hat. Man könnte auch über jeden länger nachdenken. Ja, könnt ihr vielleicht auch mal noch googeln oder ich kann nachher das zusammenfassend noch dem Harald weiterleiten. Oder der ist auch schön. Fehler können und dürfen nur starke Spieler machen. Was meint er wohl damit? Gut. Also, wir sollten möglichst das Fixed Mindset ablegen. Und zwar in jedem Bereich. Eröffnung, Mittelspiel, Endspiel. Wir können nicht einfach sagen, ja, bei mir gibt es keine Endspiele, also übe ich die mal nicht. Und wenn eins kommt, ja, schaue ich mal. Okay, dann Großmeister Ramesh, einer der wichtigsten und tollsten Schachtrainer der Welt, betont, dass wir eben nicht von Stärken und Schwächen sprechen sollen, sondern von Stärken und ungenutztem Potenzial. Und er sagt dann auch, wie kann ein Schüler, der sich bisher kaum mit Endspielen beschäftigt hat, sagen, dass Endspiele seine Schwäche sind? Er weiß es ja in dem Sinn gar noch nicht, er hat es noch zu wenig probiert. Wenn er jetzt nach 10 Jahren Endspielstudium die Endspiele immer noch nicht beherrscht, okay, vielleicht dann könnte man von Schwäche sprechen. Aber
Alles lässt sich verbessern. Das ist meine Botschaft heute. Gut. Trotzdem.